Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Ja, sie erzählt ja von ihrem Vater Kottnas Hahn, das ist wohl ein sehr berüchtigter Seefahrer. Okay, berüchtigt heißt nicht gut. Ja, aber er ist Seefahrer. Wie gut, dass er kein Pirat ist. Wie Wie gut, dass es gut. kein Kopfgeld auf ihn gibt. Also, er soll wohl ziemlich gut sein, wie Mata Hajida sagt. Okay. Alles Gut, klar, ja. ja. Weitere Punkte für Ephadaios? Höchstens, wenn wir, also ja, einfach daraus zur Magierakademie gehen, um den Erzmagus aufzusuchen. Ja, Erzmagus, dir wird auf Nachfrage gesagt, dass Jelef ibn Yasafar ein sehr begnadeter Elementarist ist und auch ein guter Freund der Akademie wohl. Er hat wohl auch schon zu Zeiten der sieben Gezeichneten mit denen so zusammengearbeitet. Und er ist Preisträger des Schwarzen Auges von Kunchum, also auch hier sehr geehrt. Aber lehrte in Raschtul, das ist den Manadi aufwärts. Da müsste man also eine etwas längere Reise unternehmen. Zumindest bis vor einigen Jahren war er dort an der Pentagramma-Akademie der Leiter. Ja, und jetzt ist er verschwunden. Seine Tochter hat ihn verraten, hat ihn in einem magischen Duell besiegt und seitdem ist er verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Hier ist er nicht. Seltsam. Woher kam nun der Brief? Hätte er doch nur eine Die Adresse Information kostet hinterlassen. übrigens 2 Dukaten. Das wird dann danach gesagt. Ja, natürlich. Also das ist eine magische Beratung und wenn du sowas nicht bezahlen könntest, dann kann man dir dann natürlich ein paar Modelle anbieten, wie man das bezahlen kann. Unter anderem auch, naja, wenn es ganz schlecht läuft, dann die Schuldknechtschaft. Aber das Ephadaios sind dann nur verdreht die so die Augen. Preismodelle. Du hast natürlich dann deine 2 Dukaten von Yalan als Spielgeld mitbekommen und kannst die dann da ausfertigen. Alles klar. Keras ist beschäftigt mit der Maklerin des Schiffes. Knick, knack, wir wissen schon. Sayida Sonia Amini. Genau. Wenn du zukünftig weitere Schiffe kaufen möchtest, dann kann sie dir, wenn du bei ihr kaufst, 10% Rabatt anbieten. Beziehungsweise je nachdem, was das für ein Schiff ist, ne? Aber du könntest hier eben Sajida Sonia Amine aufschreiben als Verbindung in Kunchum. Kannst du mir den Namen aufschreiben? Dankeschön. Und du hast eine sehr auslaugende Nacht vor dir. So was bin ich gewohnt. Romilly. Ja, Romilly würde gerne, wenn anwesend, das Gespräch bei Dios suchen. Den wirst du abends wieder im Konto finden, ja. Euer Gnaden? Gespräch, von dem ich sprach, führen oder fühlt ihr euch nicht wohl? Doch, doch, es war ein langer Tag. Kommt rein, kommt rein. Sehr freundlich. Und mit euch ist alles in Ordnung? Romilly wirkt aufrichtig besorgt. Nur in so einer Ordnung, wie man es nun sein kann. Dazu aber erstmal nichts. Dinge, die wir besprechen sollten. Gut, ich höre. Erinnert euch an den Zwischenfall mit den Geistererscheinungen? Habe mir davon erzählen lassen. Meine Erinnerungen sind aber verschwommen. Ihr. Inwiefern? Nun, ich und unsere Kameradenangriff, daran habe ich keine Erinnerung. Nur an andere Bilder. Ich hörte, ihr habt auch einen Geist ist in euch eingefahren oder etwas derartiges. Ja, ich wollte euch fragen, was war das? Er blickte diese abscheulichen Bilder. War das das Reich der Herrin, der... Nein, ich will gar nicht an ihren Namen denken. Ephadaios, der bis gerade eben etwas müde saß, hat jetzt einen versteinerten Blick. Was habt ihr da genau gesehen? Gräuliche Kreaturen, Städte unter Wasser.
das widerliche Gefühl zu ertrinken und keinen Ausweg zu kennen. War grausam. Es tut mir so leid. Was? Ich fürchte, er leidet unter dem gleichen Fluch wie ich. Ihr seid ein Sprachrohr der Götter und womöglich auch anderer Wesenheiten, die sich nicht in dieser Sphäre befinden. Nun, bisher sah ich es nicht als ein Fluch, sondern als eine Möglichkeit. Doch diese Erfahrung an diesem Ort, es war entsetzlich. Das, was ihr da gesehen habt, das ist die Zukunft, die die Herzogin und ihre Mitstreiter für unsere Sphäre angedacht haben. Ewig bleich. Entsetzlich. Ich hoffe doch, wir finden einen Weg, wie wir alles aufhalten können. Wir können nicht zulassen, dass, so schlecht manche Menschen auch sind, solche Zukunft über uns alle hereinbricht. Was erheitert euch so? Nun. Nehmt ihr mich nicht ernst? Doch. Nur ist es das Einzige, was wir noch tun können. Uns um die anderen sorgen. Ich weiß nicht, ob uns dieser Fluch verbindet, Schwester, aber ich glaube, dein Leben wird von nun ein anderes sein. Ich hoffe, du wirst die Hoffnung nie verlieren. Den Glauben. Du meinst, weil diese Stimmen mich beeinflussen könnten, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will? Das ist nur der Anfang. Bald schon, fürchte ich, werden sie regelmäßig zu dir sprechen, dir Sachen einflüstern. Sie werden versuchen, dich zu überreden, auf ihre Seite zu ziehen, dich zu korrumpieren. Haben sie es bei dir versucht? Ei. Sag mir, Bruder, wie kann ich mich am besten davor schützen? Damit ich nicht eine Gefahr für die unseren werde. Nun, ich glaube, die Anderswältigen handeln anders als die Geister der Toten. Die Geister der Toten, zumindest die, die in unserer Sphäre verweilen, die sind häufig auf Rache aus. Und solche waren es auch, die uns dort im Nebel begegnet sind. Da können wir nur sicherstellen, dass die von uns gehen, den sicheren Weg in Borons Hallen finden. Was die anderen angeht, die zum Beispiel die Herzogin der nachtblauen Tiefen. Nun, ich fürchte, da musst du einfach selbst an dich glauben, dich und deine Ideale und dich nicht von ihr überreden lassen. Wird eine große Herausforderung für uns werden. Besonders, wenn aus welchen Gründen auch immer Regeln aber scheinbar missachtet werden, so wie du dem Captain berichtet hast. Konnten sie so dumm sein, gelehrte Herrschaften, wie sie es doch eigentlich sein sollten? Tatendrang. Fanatismus, möchte ich fast sagen. Aber sollten nicht gerade sie es besser wissen, welche gefährlich diese Kräfte sind, mit denen wir versuchen zu hantieren? Wahrscheinlich haben sie davon gehört, aber diese Kräfte noch nie selbst gesehen, erlebt. Nun, offensichtlich haben sie unterschätzt. Gibt es denn noch irgendwas, das wir für ihr Seelenwohl tun können? Hasswolf, ja. Die anderen wurden mit Leib und mit Seele
meine ich jetzt wörtlich, in die Niederhöhlen gerissen. Auf ewig verloren für die Zwölfe. Mag es kaum glauben. Sag mir, Schwester, hast du auch schon die Stimme von anderen gehört? Aus. Nicht aus der Sphäre der Anderswältigen, sondern aus einer niederen? Du meinst dämonische Stimmen? Bisher glücklicherweise noch nicht. Im Gegenteil, ich meine die. Nun, gibt es einen der Zwölfe, den du besonders verehrst? Oder, ich weiß gar nicht, ihr Hexen? Glaubt ihr an die Zwölfe? Wir respektieren die großenteils, aber wir glauben an Satuaria. Ich eine der Zwölfe benennen. Nun, so wäre meine wohl die Herrin Zar. Und ihre Worte, hast du sie bisher vernommen? Wirklich vernommen? Nein. Aber sie erlaubt mir Romilly stottert ein wenig vor sich hin. Nun, die Herrin gewährt mir gelegentlich eine Gnade besonderer Art. So wie ich als Sprachrohr der Anderswältigen fungiere, mir die Gelegenheit ist, gelegentlich einen Blick auf das zu erhaschen, was sein kann. Verwirrend und schwer zu deuten, aber unter auch recht hilfreich. Dann rate ich euch, konzentriert euch auf diese Sachen, die sein könnten, die die Hoffnung spenden. Nicht auf die düsteren Visionen, die euch die tiefe Tochter schickt. Wer kümmert sich um euch, dass ihr die Hoffnung nicht verliert? Kontakt zum eurem Herrn. Ich kümmere mich um mich selber. Das müssen wir beide tun. Nein, niemand sollte in Zeiten wie diesen alleine sein, Ephadaios. Wir sind allesamt aufeinander angewiesen. Wir brauchen Menschen um uns herum. Oder auch Tiere, die uns unterstützen. Menschen, mit denen wir reden können, wenn wir Sorgen haben. Du bekommst gerade ein Bild vor deinem Kopf, wie die Delfine sich gerade jetzt in diesem Moment winden, wenn das Unwasser durch sie hindurchpuppt. Romilly zuckt kurz zusammen. Nein, nicht Romilly, Ephadaios, der hat das Bild ja gesehen. Oh, okay. Nun, aus Mine, der gerade noch gelacht hat, verzieht sich wieder. Nun, im Gegensatz zu den Dienern des Herrn Boron, habe ich meine Crew. Werde auf sie aufpassen, zwischen ihnen leben und wenn sie nicht die Hoffnung verlieren, werde ich es auch nicht. Aber wer hört sich an, wenn ihr Sorgen habt? Ihr habt ja ganz offensichtlich, wie man aus dem Gespräch mit dem Kapitän nehmen kann. Sagt mir, welche Möglichkeit würde es tun? Ich bin vielleicht nicht die erste Wahl, ein solches Angebot zu unterbreiten. Romilly lächelt etwas verlegen. Aber welche Möglichkeit würde es für mich geben, euch zu unterstützen? Besser, ich glaube, ihr müsst euch erstmal um die Eure kümmern. Sie hat Pläne. Ich traue ihr nicht. Welche der beiden meint ihr? Isaria ist ihr Name. Ich schau kurz nach. Ich habe gerade selber verzeiht. Elysia. Das war ihr Name. Und in der Zwischenzeit werde ich meine Bedenken, meine Sorgen raus aufs Meer, auf die See und den Ozean schreien.
auf dass sie dort irgendjemand hört. Irgendjemand. Nun, ihr könnt auch jederzeit zu mir kommen, um zu reden, Evadaios. Ich werde zuhören und schweigen über das, was gesprochen wird. Aber sagt, wenn Ugdan schon Hilfe hier im Tempel erfahren kann, wäre es dann nicht vielleicht auch sinnvoll, anderen Verletzten hierher zu bringen und die Göttin um Hilfe zu bitten? Ich weiß nicht, ob die Verätzung durch die Sordus-Äpfel hier behandelt werden können. Vielleicht. Ich fürchte fast, der Herrin Zar können ihr hier besser helfen, als wir es an Bord könnten. Wohl wahr. Wie wollen sie uns an Bord noch beistehen? Wir werden Schmerzen haben, fürchte ich. Ich habe leider noch nicht wirklich die Möglichkeit, ihnen beizustehen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen ein paar ruderfähige Matrosen aus dem Hafen mit, ein kleines Beiboot und schaffen die Verletzten dann hier nach Kunchum, auf dass sie hier die bestmögliche Verarztung erfahren können, die es gibt. Wäre ein guter Plan. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, was haltet ihr von Magistra Kohlrab? Von dieser gelehrten Dame? Ah, nicht viel. Aber, das muss ich auch sagen, sie hat vor kurzem Celeste in einen magischen Schlaf versetzt. Ein Moment, in dem das Schiff, was wir als letztes geentert haben, und dessen Besatzung fast vom Schiff verschlungen wurde. Das war schon nützlich. Ja, eine sehr nützliche Fähigkeit. Umli scheint einen Moment zu zögern. Wäre es vielleicht sinnvoll, versuchen die Zusammenarbeit mit der Magistra zu suchen, um eventuell einiges von ihr zu lernen? Ah, tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich will davon nichts wissen. Naja. Klingt so, als wärt ihr nicht sonderlich davon angetan. Sie hat mich von meinem eigenen Deck schmeißen wollen. Bin ich angetan von ihr. Naja. Wenn ich einen Rat geben darf, so solltet ihr euch vielleicht mehr durchsetzen gegen die, die euch widersetzen. Freundlichkeit ist immer ein guter Weg, aber Romilly seufzt, aber manchmal muss man eben durchgreifen. Die bezahlten Schwerter an Bord scheinen das verinnerlicht zu haben. Und nicht denjenigen erzürnen, der ihnen den Silbertaler auszahlt. Aber die anderen, nun, das haben wir ja gesehen. Man sollte eben mit dem Kapitän reden. Wenn einer von ihnen, wie ihr sagte, überlebt habt, solltet ihr vielleicht eine Disziplinarmaßnahme ergreifen, damit es letztlich wirklich jeder versteht, wir zusammenarbeiten müssen und nicht eigenmächtig handeln können. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da sagt, was eine Disziplinarmaßnahme in diesem Fall bedeutet. Yaras hat einiges erzählt und nun gibt viele Möglichkeiten, wie eine Strafe aussehen könnte. Und bei den Folgen, die daraus wohl entstanden sind. Nun, ich habe darüber nicht zu urteilen. Das können andere sicherlich besser von den Göttern geführt werden. Blick dich dabei ernst an. Ich werde darüber meditieren und mit dem Kapitän ein Urteil fällen. Und so könnt ihr euch gedankenschwer voneinander trennen, jeder seinen eigenen Gedanken nachgehen. Das Gehörte kann dann am nächsten Tag mit den anderen besprochen werden, ob man so etwas wie disziplinarische Maßnahmen braucht.